Hallo zusammen, heute machen wir Cheeseburger Meatballs. Zeit im Dönerschmaus. So Leute, das hier wird eine sehr spannende Vorspeise oder auch ein kleiner Happen für zwischendurch. Wir benötigen Rinderhack. Das hier sind ca. 400 bis 500 Gramm Rinderhack und das Ganze würzen wir mit Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben packe ich euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Jetzt mengen wir das Ganze gut durch und sehen zu, dass sich Salz und Pfeffer einigermaßen in unserem Hackfleisch verteilen. Wenn das halbwegs erledigt ist, fangen wir an, kleine Kugeln zu formen. Diese Kugeln sind ca. 35 bis 40 Gramm schwer und sollen so, naja, ihr seht das, was das ungefähr für eine Größe haben soll. Schwer zu sagen, ein Golfball ist es nicht, irgendwas kleiner, irgendwo um den Tischtennisball. Dann einfach rollen, rollen, rollen. Eigentlich ganz einfach. Als nächstes nehmen wir eine Scheibe Toast. Die habe ich vorher in den Gefrierschrank gelegt, für ca. 2 Stunden. Dann frieren die so ein bisschen an und dann kann man leichter Sachen darin ausstechen. Ich habe hier gemobst von meiner Frau in der Vorweihnachtszeit einen Plätzchenausstecher in Rund. Das Ganze geht natürlich auch mit Sternen oder Tannenbaum oder Halbmonden, was auch immer ihr wollt. So, jetzt kann man den wunderbar ausstechen, so ähnlich wie bei den Canapés von früher. Aus den 80ern, klassischer Überbleibsel. So, wir nehmen ein paar Scheiben von dem Toast, machen ein paar mehr davon. Das ist hervorragend, die kann man nachher zwischendurch auftoasten oder grillen, je nachdem. Der Go Anywhere, da ist er wieder. Er ist vorbereitet auf direkte Hitze und jetzt grillen wir unsere Meatballs mal von allen Seiten ordentlich an. Nach ca. 3 bis 4 Minuten können wir unsere Meatballs umdrehen und dann hauen wir einen Deckel drauf und lassen sie noch ein paar Minuten weiter grillen. Kurz vor Ende nehmen wir dann etwas jungen Cheddar. Ihr könnt natürlich auch alten Cheddar nehmen oder Gouda oder was auch immer ihr an Käse gut findet. Ich nehme gern Cheddar, weil der ist schön würzig. Den geben wir oben drauf. Zumindest bei den Varianten, bei denen wir das gerne hätten. Legen noch kurz den Deckel drauf und lassen den Go Anywhere noch etwa 5 bis 10 Minuten nachziehen. Die Hitze habe ich mittlerweile reduziert. Es geht nur noch darum, den Käse zu schmelzen.
Um unseren Cheeseburger Meatball dann endgültig zusammenzubauen, brauchen wir einen Spieß. Wir nehmen eine halbe Kirschtomate. Dann ein bisschen Salat. Und Bacon. Und dann natürlich unseren Meatball. Dazu habe ich etwas von dem Toastbrot angeröstet. Meatball drauf, den Rest vom Spieß hinterher. Und fertig ist eine, wie ich finde, sehr witzige Interpretation der kompletten Geschmacksstoffe oder der Inhalte eines Burgers. Wir haben etwas Brot, wir haben etwas Hack gewürzt, wir haben Käse, wir haben Bacon, wir haben Salat und wir haben Tomate. Hier noch einmal zum Mitschreiben: Tomate, Salat, Bacon, Meatball, Brot. Dazu noch eine coole Soße und schwuppdiwupp. Fertig ist witziges Fingerfood. Bevor ich euch jetzt die restlichen zeige und die restlichen Arbeitsschritte hier noch einmal Revue passieren lasse, möchte ich mich erstmal für euer Zuschauen bedanken. Für alle die, die es noch nicht getan haben, bitte abonniert meinen Kanal. Rechts unten ist ein roter Button, wenn ihr da jetzt drauf klickt, dann seid ihr Abonnent von dem Kanal und verpasst so kein Video mehr. Wir sehen uns spätestens nächsten Donnerstag wieder, 18 Uhr, Barbecue Donnerstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und einen Daumen nach oben gebt. Besucht auch gerne meine Fanpages Twitter, Google+ und Facebook, insbesondere Facebook und Instagram. Instagram-Leser wissen mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.